So, herzlich willkommen auf dem A&M-Kanal. Ich bin Ilja, das ist Tim und wir wollen heute mal ein bisschen über das Thema sprechen, 5 Vertriebsmythen im Handwerk. Uns ist besonders in den Beratungen aufgefallen, dass manche Betriebe einfach deutlich mehr aus ihren Anfragen rausholen und andere wiederum deutlich weniger. Und da sind so ein paar Punkte aufgefallen, auf die wir stärker heute einfach nochmal eingehen möchten. Punkt Nummer 1 ist eine Sache, die wir ziemlich häufig hören und das ist die Sache, Online-Marketing funktioniert in meiner Region nicht. Was können dafür bestimmte Sichtweisen sein? Einfach, weil die Region nicht so eine große Bevölkerung hat oder aber einfach aus der Vergangenheit festgestellt wurde, vielleicht wollen so viele Leute gar nicht meine Produkte haben oder die Abschlussquoten waren gering. Das ist aber oftmals auch eine falsche Annahme, weil gerade in den Regionen, wo auch mehr Bevölkerung ist, sind ja auch viel mehr Wettbewerber unterwegs. Das heißt, man hat dort eine viel höhere Konkurrenz. Die Leute haben vielleicht auch ein paar mehr Angebote vorliegen. Das ist der Vorteil, wenn man vielleicht auch in einer Region als einziges Unternehmen unterwegs ist, dass man da natürlich dann auch sehr gut Aufträge schreiben kann. Vielleicht hast du dir auch noch gar nicht angeschaut, wie groß ist eigentlich dein Marktanteil in der Region. Also wenn du jetzt beispielsweise Photovoltaikanlagen anbietest, dann kann man sich ja mal umschauen und gucken, okay, wie viele Häuser haben denn vielleicht noch gar keine Anlage auf dem Dach? Und das ist ja für dich noch ein Megapotenzial, was du eigentlich schreiben kannst. Deswegen ist es oftmals vielleicht auch einfach nur so eine kleine Ausrede. Ja, Mensch, ein guter Ausweg. In meiner Region funktioniert das nicht. Deswegen mache ich da kein Online-Marketing oder generell keine Marketingmaßnahmen. Nur gerade auch über so ein Marketing, was wir als A&M anbieten, da können wir ja auch den Bedarf in der Region wecken. Weil vielen Leuten in der Region, die Eigenheimbesitzer, Eigentümer sind, die wissen ja vielleicht gerade gar nicht, dass die eben mit einer Lösung von dir jetzt Stromkosten senken können oder Stromkosten sparen können. Und deswegen können wir die einfach auch mit so einem Marketing, mit deinen Alleinstellungsmerkmalen darauf aufmerksam machen, dass es jetzt die richtige Zeit ist, dass wir den Bedarf wecken können, dass die sich bei dir eintragen und dann beraten lassen. Genau, also der wichtigste Punkt ist, wie gesagt, hier einfach, dass viele einfach vergessen oder Handwerker oft dieses Gefühl haben, dass sie das bekannteste Unternehmen in der Region sind. Und das ist tatsächlich oft nicht der Fall. Also ich kann zum Beispiel mal von einem Freund von mir erzählen. Und zwar, ich war bei einem Kumpel von mir zu Besuch und also bei seinen Eltern noch. Und der Vater hat sich einen schönen Wintergarten dann dementsprechend geholt. Und das war aber schon etwas her, so vor 10 Jahren. Und sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben uns dann mal ein bisschen einfach ausgetauscht. Und dann kamen natürlich solche Fragen halt, hey, wo hast du das mal gemacht oder wie viel hat es gekostet und ähnliches. Und bei der Frage, wo hast du es denn gemacht, kam er einfach in Schottland und hat es komplett vergessen, bei wem er das Ganze gekauft hat, obwohl er dafür einen 5-stelligen Betrag ausgegeben hat. Und das ist genau der Punkt. Die Region ist oft halt nicht zu klein, sondern man kennt euch einfach zu wenig. Ja, man kennt euch einfach. Oder ihr seid noch nicht so bekannt, wie ihr es halt denkt, auch vielleicht, dass ihr es seid. Und da muss man einfach noch mehr dafür tun dann dementsprechend. Es ziehen ja auch oftmals vielleicht noch neue Leute mit hinzu. Das heißt, es kommen wieder neue Interessenten mit hinzu. Es werden neue Kinder in der Region geboren, wo einfach wieder neue Produkte in der Region eben gebraucht werden. Und deshalb ist es auch besonders wichtig, dauerhaft sichtbar zu sein, auch dafür zu sorgen, dass die nächste Generation auch wieder zu dir geht. Klar geht da auch immer viel über Empfehlungen. Nur wenn man dann vielleicht, wenn die von anderen Firmen jetzt gute Angebote eingeblendet bekommen, kann es natürlich auch sein, dass die nächste Generation dann aber zum anderen Anbieter geht und vielleicht nicht zu dir. Genau, und plus Empfehlungen werden natürlich auch dadurch nochmal steigen, weil wenn die sehen halt, hey, ich habe schon mal deren Werbung gesehen, ah, okay, ein Kumpel hat mir auch nochmal davon erzählt. Das heißt, die müssen ja irgendwie gut sein oder irgendwas einfach richtig machen an der Stelle. So, jetzt kommen wir nochmal zum Punkt Nummer 2 und zwar die Preise in meiner Branche sind kaputt. Ja, gerade hören wir das sehr stark auf dem PV-Markt und eigentlich im Terrassenüberdachbereich, quasi kann man eigentlich schon sagen, gefühlt in jeder Branche, dass die Kunden sich eher zurückhalten und keiner mehr wirklich bereit ist, einfach mehr Geld für bestimmte Produkte einfach auszugeben. Ja? Und da solltet ihr euch wirklich mal die Frage stellen, bin ich denn, also nicht immer so, sich sozusagen erstmal auf den Preiskampf einlassen, sondern vielmehr versuchen, dem Kunden einfach Unterschiede zu erklären. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, weil ein Kunde, also ich habe mir mal Handwerkerangebote angeschaut, es ist schwer für den Kunden tatsächlich zu verstehen, wo da wirklich die Unterschiede sind. Ja? Und natürlich für euch ist es auf den ersten Blick erkennbar, für den Kunden oftmals aber dann dementsprechend nicht. Das heißt also, fragt euch auch natürlich auch mal, okay, kauft denn jeder dann dementsprechend auch günstig? Das ist auch natürlich nicht der Fall. Ja? Sicherlich habt ihr Freunde aus dem
Freunde oder Leute aus dem Bekanntenkreis oder vielleicht auch ihr selbst, würdet ihr auch immer das günstigste Angebot nehmen? Ich vermute mal nicht, sondern es geht natürlich immer um Preis-Leistung dann dementsprechend, oder manche wollen auch einfach nur eine sehr, sehr hohe Qualität halt haben. Das muss man den Leuten aber auch genauso erklären und einfach ja, wiedergeben können, was ist einfach für die wichtig und darauf dann dementsprechend eingehen. Natürlich gibt es auch Leute, keine Frage, die einfach sehr günstig kaufen wollen, das ist natürlich uns allen bewusst, aber dennoch geht es halt hierbei einfach darum, vielmehr, sage ich mal, Unterschiede zu erklären und natürlich für den eigenen Betrieb auch Unterschiede aufzubauen, beziehungsweise sich, sage ich mal, von anderen Unternehmen auch einfach abzuheben. Ne, sowas kann natürlich durch Service oder andere Punkte natürlich auch sehr stark passieren. Genau. Also weil viele sagen ja gerade im PV-Markt, Mensch, nee, die Preise sind kaputt. Es gibt so viele Anbieter, es gibt Leute, die haben Module aus Asien, die sind super günstig. Mit den Preisen können wir gar nicht mehr mithalten. Aber du kaufst ja auch nicht immer nur das Günstigste. Vielleicht ist dir der Service besonders wichtig, die Regionalität, ein Ansprechpartner. Wir kaufen ja am Ende des Tages vielleicht auch nicht nur über die Benefits, sondern auch, wer berät mich denn auf der anderen Seite? Fühle ich mich da gut aufgehoben? Und das sind einfach Punkte, die wir nach außen stellen können, damit die Leute, die Interessenten, euch auch sehen und genau wissen, was unterscheidet euch von den anderen Wettbewerbern am Markt. Und dadurch schaffen wir es ja auch noch, genau die Leute anzuziehen und anzusprechen, die dann auch wirklich zu euch passen. Ja? Wenn ihr jetzt billig unterwegs seid und ihr seid die günstigsten am Markt und wollt darüber verkaufen, dann kann man natürlich auch die Schnäppchenjäger dann am Markt mit günstigen also Werbeanzeigen, wo das auch sichtbar wird, mit günstigen Preisen erreichen. Aber ansonsten, wenn ihr eben auch Qualitätsmerkmale habt, ihr seid super gut eben vom Service, ihr seid super gut eben von den weiteren Dienstleistungen, die ihr mit eurem Produkt anbieten könnt, dann können wir das ganz genau hervorheben, damit wir dann die ansprechen, die sowas auch ganz genau haben wollen. Genau, weil es ist nämlich wirklich sehr wichtig aktuell auf dem Markt, dass gerade zum Beispiel in der PV-Branche, dass man wirklich quasi einen Ansprechpartner hat. Das klingt jetzt zwar komisch, ja, früher war es aber, also früher, was früher, sag ich mal, immer normal war, ist es jetzt aber einfach nicht mehr. Denn es gibt sehr viele Anbieter da draußen, die ja mit größeren Vertriebsteams arbeiten dann dementsprechend. Da ist eine doofe Kommunikation im Endeffekt, die für den Kunden entsteht. Und das müsst ihr natürlich dabei nochmal stärker hervorheben. Und fragt auch natürlich nochmal dem Kunden nach, was ist dir denn überhaupt wichtig? Oder was erwartest du denn im Endeffekt von mir als Handwerker? Was ist dir denn wichtig? Ja? Und darauf könnt ihr natürlich eure Beratung und euren Service natürlich nochmal stärker einfach darauf auslegen, damit er versteht, dass ihr euch als Betrieb im Endeffekt gezielt euch um den Kunden auch kümmert. Dann kommen wir zum Punkt Nummer 3 und das ist der Punkt, ich renne meinen Interessenten doch nicht hinterher. Ich habe das jetzt auch schon häufig in den Beratungen gehört, wenn ich Online-Marketing mache, da tragen sich Leute ein, denen muss ich hinterherlaufen und da brauche ich super viel Zeit, dass ich da ein Angebot erzielen kann. Und das ist vielleicht auch eine etwas falsche Einstellung oder vom Mindset nicht das Optimale, weil wie kaufst du denn am Ende des Tages? Du wünschst dir ja vielleicht auch, dass der Gegenüber hinterher ist und auch daran interessiert ist, mit dir eine Art, ich sage jetzt mal, Partnerschaft einzugehen. Ja, also weil es ist ja nicht nur so, ich kaufe ein Produkt und dann auf Wiedersehen, sondern man kann ja schon sagen, es ist eine längerfristige Partnerschaft, Beziehung, weil ich ja vielleicht auch den Service am Ende des Tages später auch nochmal in Anspruch nehmen möchte. Und wenn der Gegenüber gar nicht richtig interessiert ist, der schickt mir einfach nur ein Angebot mal per Mail rüber und ach ja, sagen Sie mir doch einfach kurz am Telefon, was wollen Sie haben, ich schicke Ihnen das, dann kommt das ja auch so rüber, als wenn der gar kein richtiges Interesse hat. Ja, nicht nur das, sondern dann klingt es auch für mich dann persönlich darum, wenn ich einfach anrufe und jemand kann mir schon schnell sagen, was es irgendwie kostet oder ähnliches, dann frage ich mich, ist das halt wirklich so individuell und ist es, klingt für mich dann persönlich eher nach Massenabfertigung tatsächlich dann an der Stelle, obwohl es halt höchstwahrscheinlich das nicht der Fall ist. Und deswegen geht es auch hierbei, wie gesagt, erstmal darum, erstmal eine sehr ausführliche Beratung halt natürlich zu machen, dem Kunden genau zu erklären, was sind Unterschiede, auch mal fragen, okay, du hast ja auch natürlich Angebote mal eingeholt, das ist ja vollkommen in Ordnung, lass uns auch mal anschauen, was es im Endeffekt für Angebote sind von der Konkurrenz und dann können wir es natürlich mal vergleichen, damit der Kunde für sich einfach verstehen kann, was ist denn das beste Angebot für mich. Und klar, natürlich werden sich dann auch Kunden natürlich mal trotzdem gegen euch entscheiden, das ist vollkommen normal, dagegen kannst du nichts tun. Aber trotzdem geht man halt da rein und zeigt dem Kunden einfach die Unterschiede auf, was für ihn halt einfach wichtiger ist. Und allein schon, wenn ihr schon die Extrameile in der Form geht, habt ihr dadurch natürlich einen größeren Vorteil. Weil wenn ich schon weiß, jemand kümmert sich schon zu Beginn so sehr stark um mich, dann wird er was wahrscheinlich auch in der Zukunft natürlich auch nochmal machen. Also die Wahrscheinlichkeit ist dabei halt einfach höher. Ja? Ja. Plus wie Tim natürlich schon sagt, okay, hier wurde oft zum Beispiel jetzt bei mir nachgehakt, das heißt beim Service zum Beispiel wird es dann dementsprechend zu und dann auch so sein, wenn irgendwas mit dem Terrassendach, mit der Photovoltaikanlage, mit der Heizung oder ähnlichem dann auch einfach mal passieren sollte. Ist ja auch ein ganz anderer Punkt von Wertschätzung, also wenn der Interessent auch merkt, Mensch, der Gegenüber, dem ist auch wirklich wichtig, dass alle Fragen von mir geklärt sind, der ruft von alleine aus an, fragt, okay, gibt es da noch offene Punkte,
müssen wir hier noch irgendwas beachten oder einfach ja, weitere Dinge, dass auch dass der Berater auch einfach erstmal in Vorleistung geht. Also ich habe es ja auch schon häufiger gehört, dass Betriebe für Beratung auch vorher Geld nehmen. Das kann man machen, das klappt auch bei dem einen oder anderen Betrieb, aber ich finde es ja als Interessent auch viel angenehmer, wenn der Berater für mich mit seiner Beratungsleistung in Vorleistung geht und der verdient ja am Ende des Tages sowieso, wenn ich da einen Auftrag erziele. Und da sehen wir schon, dass eben die Unternehmen, die das eher weniger mit so einer bezahlten Beratung anbieten, dass die dann schlussendlich auch viel mehr Erfolg haben, weil die sind bereit, auch einfach mal die extra Meile zu gehen, in Vorleistung zu gehen, den Interessenten richtig zu beraten, ja, da eben auch gewisse Unterschiede aufzuzeigen, was macht die Produkte anders, ja, sich persönlich vorzustellen, weil wir haben das ja schon gesagt, am Ende des Tages kaufen wir von Menschen, wenn wir uns auf der anderen Seite gegenüber gut abgeholt und wohlfühlen. Und da geht es dann nicht nur darum, okay, passen jetzt eben die Benefits da ganz genau oder die konkreten Leistungen, die dahinter sind, sondern wenn auch mal irgendwas ist, dass ich dann auch weiß, die melden sich dann auch super schnell. Ich habe einen guten Service dabei. Genau, was wir tatsächlich auch noch, oder was Tim auch mit dem Punkt auch einfach meinte, dass man, sage ich mal, keine Kosten vorab nehmen sollte für ein Angebot, ist einfach der Punkt, dass man natürlich sollte jetzt nicht jeden zu 100% sehr ausführlich beraten, darum geht es natürlich auch nicht, sondern vielmehr soll man natürlich verstehen, welchen Kunden kann ich dann natürlich nochmal beraten oder welcher ist denn für mich der geeignete Kunde. Und dazu könnt ihr euch zum Beispiel nochmal das Video zur Vorqualifikation natürlich nochmal bei uns anschauen, wo wir das natürlich nochmal ausführlich erklären, um zu verstehen, okay, welchen Kunde sollte ich denn beraten und wie dann natürlich in der Form. So, dann kommen wir einmal zu Punkt Nummer 4 und zwar zu dem Thema, ich bin nur eine kleine Firma, ja, ich kann mir kein Marketing leisten. Natürlich kann ich dich vollkommen aus der Perspektive verstehen, dass du halt sagst, hey, ich stehe erst gerade am Anfang, ich habe noch nicht das große Budget frei wie eine große Firma, die schon 40, 50 oder 60 Mann dann dementsprechend groß ist. Ja, das ist natürlich vollkommen klar. Deswegen sollst du da natürlich auch schon mal in kleineren Schritten dann dementsprechend anfangen. Und besonders wichtig ist hier aber auch einfach zu verstehen, okay, welche Maßnahmen bringen mir denn überhaupt Erfolg und welche natürlich auch nicht, weil viele haben auch natürlich den Gedankengang dabei, erstmal irgendwie sehr klein auch anzufangen, indem man zum Beispiel Zeitungsanzeigen macht oder Flyer verteilt oder ähnliches, was sozusagen vom Kostenvolumen erstmal geringer ist. Ja. Dabei geht es aber natürlich auch um einen geringeren Erfolg, wenn man ganz offen natürlich ist. Und hierbei, wie gesagt, einfach sehr stark darauf achten bzw. verstehen, okay, welche Marketingmaßnahmen bringen mir natürlich welchen Erfolg. Ja. Und Marketing ist, wie gesagt, ein Thema, das lohnt sich auch schon sehr stark für eine kleine Firma, weil wenn man diese Bekanntheit nicht hat, dann wird es erstens natürlich schwer, erstmal natürlich auf Empfehlungen zu kommen, weil, wie gesagt, es kennen euch natürlich kaum Leute, weil ihr seid, wie gesagt, noch eine kleine Firma, ihr habt noch, ja, wahrscheinlich noch nicht so viele Kunden beraten in der Form oder irgendwie Aufträge geschrieben, ne, dass ihr sozusagen auch wirklich, ja, Referenz oder ähnliches auch aufzeigen könnt. Und was dazu noch sehr wichtig ist, wie gesagt, wenn ihr dann natürlich nochmal stärker nach außen tretet, werden die Leute auch schon mal, ja, den ersten Blick auf euch werfen, dass der Kunde im Endeffekt versteht, okay, euch gibt es ja auch zum Beispiel auf dem Markt. Ne? Und das darf man natürlich nie bei vergessen. Was man zum Beispiel nie vergessen darf, ist, viele planen sich zum Beispiel so ein Umsatzvolumen von so vom Gesamtumsatz von so 2-3% fürs Marketing ein, was ja auch grundsätzlich natürlich auch korrekt ist. Ja. Ihr müsst aber auch verstehen, dass manche Kunden, wie gesagt, sowieso schon zu euch kommen würden durch Empfehlungen. Ja. Und wenn es natürlich darum geht, nochmal separate Kunden zu gewinnen, wie zum Beispiel jetzt gezielt nochmal durchs Marketing, dafür kann man grundsätzlich natürlich nochmal mehr Budget auch einfach einplanen. Wieso? Weil der Empfehlungskunde, der würde im Normalfall so oder so natürlich bereits schon zu euch kommen, ja, weil er natürlich, wie gesagt, empfohlen wurde. Klar, natürlich hat er auch mal vielleicht mal eure Werbung gesehen, das ist natürlich auch schon mal super. Vielmehr geht es aber darum, dass ihr natürlich nochmal weitere Kunden gewinnen möchtet, um natürlich zum Beispiel zu wachsen oder einfach mehr Planbarkeit zu bekommen. Und dann können wir euch dann natürlich auch nochmal bei der Beratung dann einfach helfen, wie man das natürlich nochmal berechnen kann, dass man im Endeffekt mehr Geld für neue Kunden dann dementsprechend einplanen kann und wie sich das Ganze natürlich nochmal schneller rechnet. Also wir arbeiten ja auch nicht nur mit Firmen zusammen, die jetzt eben 50 oder 100 Mitarbeiter haben, die dann Unmengen an Marketingbudgets da haben, sondern wir haben ja auch viele kleine regionale Betriebe, die dann zu uns kommen und einfach sagen, gut, ich muss ja jetzt am Anfang bekannter werden, ich brauche einfach die Sicherheit, die Planbarkeit, dass immer gute Anfragen da sind, damit ich gute Aufträge schreiben kann. Weil kannst du es dir denn überhaupt leisten, auch gerade zum Start, dass du super hohe Fixkosten hast? Du hast nur ein paar Empfehlungen, aber du hast gar nicht den Lauf oder die Menge eben an Anfragen da. Weil dann ist es ja so, dann ist es super schwierig, ob sich das Ganze vielleicht rechnet. Und dann kann man lieber mal eben
2.000, 3.000 Euro in die Hand nehmen, um dann vielleicht einen Mehrumsatz von 100.000 Euro möglicherweise auch zusätzlich zu schreiben. Kommt immer ganz klar jetzt auf das genaue Produkt drauf an, was biete ich an, wie ist mein durchschnittlicher Auftragswert, ja, weil wenn man jetzt irgendwie Wärmepumpen macht, dann kommt man da schnell auf 100.000 Euro Auftragsvolumen, weil die Aufträge generell natürlich vom Volumen viel höher sind. Und da muss ich gerade mal 3-4 Aufträge schreiben und das kriegt man dann schon sehr gut hin mit einem Marketingbudget von 2.000, 3.000 Euro im Monat. Da geht das super gut. Hm. Genau, klar, natürlich, wenn man zum Beispiel Zäune vertreibt beispielsweise, natürlich ist es da, müsste man da natürlich ein bisschen mehr Budget dann halt einplanen, um natürlich dieses Ziel halt zu erreichen. Was Tim damit einfach sagen wollte, dass man das Ganze natürlich in Relation dann dementsprechend sehen muss zum Produkt. Und das ist ganz wichtig natürlich hierbei. Ja, sich jetzt von Anfang an nur auf Empfehlung zu verlassen, wird ja auch nicht dafür sorgen, dass man dann auch das gewünschte Wachstumsziel, was man gerade vielleicht auch zum Start hat, das dann auch natürlich zu erreichen. Da macht es ja dann auch Sinn, auf einen bewährten Prozess zu setzen, der auch schon anderen Firmen dabei geholfen hat, jetzt eben von eben einem Einzelkämpferbetrieb oder eben von 3 auf 5 oder auf 10 Mitarbeiter zu kommen. Und da würden wir dann natürlich auch alle Hilfestellungen zur Verfügung stellen, dass die Anfragen natürlich gut vorgefiltert werden, dass man die Anfragen auch super effizient angeht und dass ihr schlussendlich selbst jetzt auch die Zeit in das investieren könnt, was ihr super gut könnt und euch jetzt nicht irgendwie danach, nach der Arbeitszeit oder am Wochenende noch an den PC setzen müsst und gucken müsst, wie funktioniert eigentlich das Thema Online-Marketing. Genau, weil wie gesagt, fokussiert euch einfach auf die Dinge, die ihr bereits natürlich gut könnt und lagert Dinge, die ihr natürlich weniger gut könnt, einfach an Unternehmen oder an Bekannte oder wem auch immer dementsprechend aus, die natürlich für euch diesen Job halt übernehmen können. Ja, weil so schafft ihr es einfach, am schnellsten, sage ich mal, in der Form zu wachsen oder auch ja, besseres Geld auch einfach zu verdienen, ne, wenn das natürlich euer Ziel ist. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt und das ist der Punkt Nummer 5. Meine Produkte, die funktionieren nur in der Saison. Ja, es macht gar keinen Sinn, jetzt außerhalb der Saison Marketing und Vertrieb zu machen. Da zählt auch so ein bisschen der Punkt auch mit rein, okay, jetzt ist der Markt vielleicht ein bisschen rückläufig. Ja, das macht eigentlich gar keinen Sinn, da jetzt auch Energien in Vertrieb und Marketing zu investieren, weil das wird sich gar nicht auszahlen. Ja, aber es ist ja gerade auch der Punkt oder die Frage vielleicht, kannst du dir das denn auch jetzt, wenn der Markt rückläufig ist, kannst du dir das überhaupt leisten, jetzt gar nichts zu machen? Weil deine Fixkosten, die laufen ja auch weiter. Du musst deine Mitarbeiter bezahlen, ja. Du musst trotzdem eben dein Firmengebäude bezahlen, Fahrzeuge und so weiter und so fort. Und hast du überhaupt genügend Umsatz geschrieben jetzt in der Saison, wenn du jetzt Poolbauer bist oder du machst irgendwas eben im Außenbereich, ja, funktioniert das dann überhaupt? Weil ich höre auch von vielen in den Gesprächen, ja, also wir haben auch schon unsere Pools im Winter aufgebaut. Es ist auch möglich, wenn man eben sich auch selbst fragt, wie können wir das denn möglich machen? Also da haben manche eben auch Zelte aufgebaut oder andere sagen, wir haben jetzt, um PV-Anlagen aufzubauen, das können wir selbst sogar auch, wenn im Winter Schnee liegt. Ganz klar gibt es bestimmte Bedingungen, Gegebenheiten, die da sein müssen, damit man sowas dann verbauen kann, wo das dann vielleicht auch Sinn ergibt, wo Fundamente gegossen werden müssen, wo bestimmte Temperatur da sein müssen. Aber der Interessent, ja, der ist ja auch bereit, außerhalb der Saison die Produkte zu kaufen, wenn der dafür vielleicht dann eine coole Aktion hat oder wenn der dadurch dann auch weiß, ich kriege das jetzt schon verbaut, habe keine Wartezeiten und kann dann in der Saison unter meinem Terrassendach sitzen, in meinem Pool schwimmen oder wie auch immer. Ja, wie gesagt, ganz wichtig ist dabei, vergesst niemals, dass der Vertrieb, gerade wenn ihr ein Produkt habt, wie zum Beispiel Terrassendächer, Photovoltaikanlagen, was gibt es noch, was so Off-Season quasi ist? Ja, Galabau. Galabau, genau. Dass ihr jetzt im Endeffekt zu diesem Zeitpunkt perfekt eigentlich Vertrieb machen könnt. Ihr könnt diese Zeit, wie gesagt, sehr stark einfach für den Vertrieb halt nutzen, indem ihr zum Beispiel den Kunden, sag ich mal, mit bestimmten Aktionen, sag ich mal, lockt oder ansprecht, ja, indem ihr, wie gesagt, einfach mehr Zeit einfach für eine Beratung auch nutzen könnt. Zu diesem Zeitpunkt ist halt, wie gesagt, sehr wichtig, auch natürlich auch da gerade versteckt auch Marketing einfach zu betreiben, damit ihr schon mal vorweg den Kunden auch einfach abholen könnt, ja. Weil der Kunde weiß auch eigentlich, dass er sowieso, wenn es wieder Sommer ist, zum Beispiel seinen Terrassendach halt haben möchte, wenn er draußen im Garten sitzt. Das ist vollkommen normal, ja. Das passiert halt immer und immer wieder. Man muss dem Kunden einfach nur vorweg erklären und ihn natürlich darauf hinweisen, warum es sich einfach lohnt, jetzt schon sich darum natürlich dann dementsprechend auch zu kümmern, ja. Und wie gesagt, einfach gerade die Zeiten, die jetzt vielleicht jetzt für die Montage oder anderes nicht so optimal laufen oder nicht so gut, ich sag mal, eingeplant sind,
die kann man natürlich, wie gesagt, für andere Themen natürlich umso besser halt dann dementsprechend nutzen, wie gesagt, natürlich das Thema Vertrieb, Marketing und Ähnliches. Ja, also wir haben ja genügend Partner, die uns dann sagen, Mensch, ich habe schon im November, ich habe super viele Terrassendächer eben verkauft, ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Und da ist immer die Frage, wie machen die das denn? Warum sollte das bei mir denn jetzt nicht auch möglich sein? Und da können wir ja eben auch gezielt dann für den November, für den Dezember, können wir gezielte Kampagnen schalten, die eben genau die Leute ansprechen, die jetzt auch bereit sind, sich beraten zu lassen. Das heißt ja nicht zwingend, dass wir jetzt auch schon direkt mit der Montage, mit dem Aufbau beginnen, aber es ist ja eben von der Zeit her perfekt, um da Beratung zu machen, um das Aufmaß zu machen, um Bestandskunden zu kontaktieren, ob jetzt vielleicht auch bei den Terrassendächern gewisse Erweiterungen jetzt vielleicht mal in Frage kommen. Vielleicht muss da nochmal eine Markise dran, eine Senkrechtmarkise oder irgendwelche anderen Dinge. Also da gibt es wirklich super viel Möglichkeiten und auch die Zeit ist da, um sich mit diesen Themen zu befassen, da Vertrieb zu machen, ja, zu gucken, wo kann man noch weiterhelfen, kann Beratung anfangen, kann Aufträge schreiben, damit man dann die Pipeline eben für das Folgejahr dann auch schon voll hat. Ja. Richtig, genau, wie gesagt, hier ein sehr wichtiger Punkt, den Tim gerade genannt hat, und zwar geht doch auch einfach öfter mal eure Bestandskunden an, gerade wenn ihr die Zeit dafür habt, wie zum Beispiel außerhalb der Saison, ist alles super zum Beispiel mit dem Dach oder mit der Anlage oder ähnlichem, ja, sollte man das vielleicht irgendwie erweitern, anpassen oder gibt es vielleicht auch Empfehlungen, ja, fragt doch gerade auch mal zu diesem Zeitpunkt nach Empfehlungen einfach beim Kunden, also ne, bei den Bestandskunden. Ruft an, hier hat alles super geklappt mit dem Dach, ja, war hervorragend, super, wie sieht es denn aus, kennst du denn vielleicht noch jemanden, für den das auch interessant ist, so, ne, und dadurch hat man wieder schon mal wieder mehr Anfragen einfach auf einem kostengünstigen Weg dann dementsprechend generiert. Und das ist natürlich auch ein super Weg, gerade wie gesagt, um sich über diese Zeit einfach sehr gut natürlich über Wasser zu halten oder um, wie gesagt, noch besser natürlich auf die neue Saison sich dann auch vorzubereiten. Mit diesen 5 Punkten wollten wir euch einfach nur ein Bewusstsein schaffen, weil wir eben sehen, es gibt Betriebe, die mit uns zusammenarbeiten, die machen das einfach möglich. Ja? Die haben auch eine kleine Region, ja? Aber die machen trotzdem gezieltes Marketing, kriegen super viele Anfragen. Oder die sagen, die sind hochpreisig unterwegs. Wir haben auch in der Region Leute, die günstige Preise anbieten. Wir gucken aber einfach, wie können wir es durchsetzen? Wie können wir die Leute noch erreichen, die bereit sind, einfach die Preise zu zahlen, die wir jetzt abrufen? Genauso aber auch, die dann eben bei den Interessenten mehrfach nachfassen, ja, da auch mehrmals hinterherrufen, auch mal gucken, okay, welche offenen Fragen gibt es noch, wie können wir da jetzt gemeinsam zusammenkommen. Da muss man jetzt nicht auch immer super weit vom Preis runtergehen, sondern einfach gucken, wie kann man da eine Lösung finden. Ja. Und gerade auch das Thema, ja, kann ich mir das überhaupt als kleine Firma leisten, dass es auch kleine Firmen gibt, die gucken, wie kann ich mir das denn leisten? Ja, Vertrieb ist super wichtig, weil wenn ich vorne keine Anfragen habe, dann bringt mir das auch nichts, dass ich jetzt meine schönen Fahrzeuge, Werkzeug, Mitarbeiter habe, wenn ich die aber gar nicht komplett auslasten kann und sich das dann gar nicht gut rechnet. Und der letzte Punkt ja eben auch, wie kann ich es denn möglich machen, auch außerhalb der Saison gute Anfragen zu bekommen und Aufträge zu schreiben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen natürlich und ihr konntet ein paar Punkte mitnehmen und ja, schaltet natürlich wieder gerne zum nächsten Video ein. Vielen Dank auch hier fürs Zuschauen. Wenn ihr euch zum Beispiel natürlich noch weitere Videos anschauen wollt, dann schaut natürlich mal gerne natürlich auch an sich auf unserem YouTube-Kanal. Hier unten verlinken wir euch direkt mal ein Video, da geht es darum, wie man aus der Angebotsvergleichbarkeit kommt von unseren Kollegen Sasa und dem Nico. Und ja, sonst findet ihr hier natürlich noch weitere Möglichkeiten, wie ihr euch zum Beispiel ein Erstgespräch oder ähnliches bei uns buchen könnt. Ja, und bis dahin erstmal. Ciao.